Guten Mario Maker Morgen! Mein Gott, war es gestern ein Desaster. Hab mal in den Kommentaren gemerkt. Bedeutet, wir werden heute Super Mario Maker Bookmark.com. Irgendwie sowas. Die Seite halt, wo man Lesezeichen nutzen machen kann und so. Das nutzen wir heute. Wir werden heute Level ausprobieren, die mir Nintendo vorgeschlagen hat. Die gut sein sollen. Und Nintendo wird schon recht haben. Und außerdem wird jetzt die Facecam oben links sein. Oben links. Da. Weil es hat jemand vorgeschlagen, damit man die Zeit sieht. Und ich höre auf Kommentare. Ich lese Kommentare. Noch tue ich das, aber wenn ich erstmal 2 Millionen Abonnenten habe, dann lese ich keine Kommentare mehr, ne? Also jetzt nutzen. Ich rede mich um Kopf und Kragen, wir sollten anfangen. So! Was haben wir ja Schönes? Wir haben von Jesse aus Amerika, Los Super Amiibos. Ich bin gespannt, was ihr bekommt. Mein PC brummt. PC hört auf zu brummen. Danke. Er hat aufgehört zu brummen. So, Jesse. Jesse. Zeig mir, was du zu bieten hast. Show me what you got. Yeah! Little Mac. Es ist cool, dass er bei der Sprunganimation nach hinten guckt. Weil er so vor so Punch-Out ist. Ah, okay. Was ist das jetzt nur? Die Fahne habe ich noch nie gesehen. Okay, Nintendo sagt, das ist ein total cooles Level. Und deswegen ist es auch cool. Und deswegen werde ich das jetzt in den Grund und Boden loben. Ich meine, immerhin hat es ein bisschen Variation mit den Amiibos. Das heißt, man sieht sie und man macht Sachen. Kann ich da einfach rüberspringen? Nein. Okay, also es ist ein Amiibo-Level. Ich habe es gecheckt. Es ist doch nur ein Amiibo-Level. Zumindest interessant, dass die Woll-Yoshis ja die Farbe wissen von den Yoshis. Dass das halt doch irgendwo eigene Amiibos. Kommt mal wieder hoch. Eigene Amiibos sind, aber dennoch irgendwo der Farbcode mit drin ist. Nein! Okay, ich bin Mario, das ist auch okay. Mir muss irgendwas einfallen, um dieses Level zu loben. Dieses Level ist kreativ und einfallsreich. Wie zum Teufel komme ich hier weiter? Ich hab noch hier den Ganondorf Amiibo gesehen, der ist voll unheimlich. Wahrscheinlich muss ich darüber rennen. Kein Ganondorf für mich. Jo. Ich bin einfach rübergesprungen. So, es ist ein Amiibo-Level. Wir machen gleich das nächste. Wir lassen. Jesse, da war ein guter Gedanke. Aber nö. So, machen wir was Cooles. Machen wir hier, was haben wir? Japaner, please enter PIN. Ich habe Angst. 40% haben es geschafft, also es wird nicht so schwer sein. Bitte. Okay, runter. Da ist eine Tür, da ist eine Röhre, da ist ein Stern. Ah. Okay, was ist da oben? Mal kurz angucken. Nicht blöd. Okay, also muss ich hier eine 2 auf jeden Fall. Dann komme ich da durch. So, oder? Das ist ziemlich clever. Das war falsch. Ich hätte eine 1 machen müssen. Das ist verwirrend. Okay, warte. Das kriege ich hin. Okay, ein. Bam. Ach, ich muss gar nicht neu steuern. Kann man schnell die Tür einfach verwenden. Dann wird es auch resettet. So. Genau. So. Das da rechts sind 2. Der hier? 1, 2. Schauen wir mal. Es müsste einen schnelleren Weg da hochzukommen ergeben. Das wäre ganz nett. Ja, das war richtig. Das da ist 3. Das ist gar nicht so blöd. Daraus kann man auch wunderbar ein Passwortsystem machen. So, wenn man ein wirklich extrem langes Level hat. Allgemein ist ein Passwortsystem ganz cool, weil Checkpoints werden ja nicht gespeichert. Bedeutet, wenn man ein Level spielt und man ist weit gekommen, dann, ich mach mal einfach so ein bisschen wirklich, dann wird der Spaß ja nicht abgespeichert. Und
der Checkpoint ist egal. Und dann startet man das Spiel neu und dann merkt man, oh, es hat nichts gespeichert, dumm gelaufen. Ah, sind genau gleichzeitig. Eins, zwei, ich glaube, es sind drei. Aber ich guck lieber. Eins, zwei. Okay, ich guck mal. Ja, und deswegen halt. Kreative Passwortsysteme sind dafür gar nicht so blöd. Okay, einen noch runter. Ich bin in den Piranha reingelaufen. Okay, wir haben das System aber gecheckt, oder? Ich muss das jetzt nicht machen. Das ist ein sehr cooles Passwortsystem. Muss ich lassen. Kann man garantiert gut nutzen. Für solche Hardcore-Level. Für die Hardcores. Teamwork. Teamwork ist, glaube ich, ein einfaches Level gewesen. Joa. Fast 50%. Der Daniel hat einen Weltrekord. Daniel, goll. Schauen wir mal. So. Wir haben Yoshi. Hallo Yoshi. Feuerbombe. Sehr schön. Nein, Yoshi. Ich will dich nicht verlieren. Das war gar nicht der Plan. So. Okay. Hier haben wir eine Tür. Hier ist noch ein Yoshi. Wofür ist die Tür da? Ah, okay, wie man runterfällt anscheinend. Gut, ich muss da rüberspringen mit Yoshi-Sprung. Alles klar, kriege ich hin. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Ah, ich glaube... Ist hier ein Laufband oder so? Ja. Okay. Ah, ich hab's begriffen. Ich muss also so springen, dass Yoshi auch es rüber schafft. So. In der Art. Und jetzt kann ich mit Yoshi hoch. Und jetzt kann ich den P-Block greifen. Das ist clever. Das ist clever. Feuerblume. Feuerwalzen. Das ist wirklich nicht blöd. Ha! Gefressen. Ja, brauche ich aber nicht. Geh weg. Bam. Das ist alles clever. Ich mag das. Das ist ein super Level. Hier hoch. Und komm hier durch. Jetzt bin ich durch. So, jetzt bräuchten wir einen neuen P-Block. Oder wir schnappen uns einfach den Koopa durch die Wand. Schnupp. Habe ich schon gesagt, dass ich dieses Level mag. Ich mag das Level. Kann ich mir ja durchquetschen wahrscheinlich, oder? Oh, man kann ja nicht töten. Dann halt kein bin gespannt, hat er noch irgendwas Cooles? Außer mit den Türen zu nutzen, damit alles neu, alles respawnen so. Ist echt nicht blöd. So, muss ich mit Yoshi hier hoch? Okay. Ist hier ein Secret? Ich komme zurück. Interessant. Aktiviere das und komm. Das ist alles. Ich mag das. Es ist so ein bisschen wie der Portal-Koop, wenn man so will, nur dass man es alleine spielt. Und ohne Portale. Daher so überhaupt nicht wie Portal. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine irgendwo. Okay. Endboss mit dem Koop-Modus. Okay, der hat da einen P... Kann man mit dem Koopa-Panzer den P-Block treffen? Er kommt angefahren, logisch. Und der macht, dass da oben was aufgeht. Ein Power-Block. Sehr geil. Das war ein cooles Level. Gefällt mir. Ist halt wild was von Portal. Jetzt ist noch ein Fahrstuhl, der nach oben fährt. Gut, gar nicht, dass die Kamera entfolgt. Das ist... Ich mag das Level. Nintendo habt ihr gut ausgesucht. Ich weiß immer nicht, ob die bei Super Mario Maker Bookmark, ob die da irgendwie ausgesucht werden von Nintendo oder ob es automatisch ist. Aber heilige Schande, das war mal ein cooles Level. Wow. Das macht mich im Vergleich zu gestern richtig glücklich. Das ist unglaublich. Back to the source.
Von einer Japaner. Mhm. Okay. Interessant. Okay, hier haben wir schon mal einen Pilz. Das ist seltsam. Geht es wirklich so, dass man Röhren setzen kann, die irgendwie in... Ist das jetzt ein anderer Ort? Nein. Der Pfeil ist ja da. Ah, okay. Konnte man nicht mit Feuerblumen... Nein, die kann man nicht kaputt machen. Anscheinend. Aber ich kann mir da... Ah, okay, ich kann mit der Feuerblume jetzt da unten weiterkommen. Wahrscheinlich machen den Eisblock mit was anderen dann kaputt. Ich weiß gar nicht, mit was kann man Eisblöcke kaputt machen? So. Das ist so eine kleine Adventure-Map. Das ist cool. Oh. Ja, ja, ja. Bisschen Metroidvania das Ganze. Ein Blatt. Ja. Yep. Gefällt mir bisher. Wie gesagt, ich mag diese Metroidvania-Level. Das habe ich doch mal in irgendeinem Livestream auch mal machen wollen. Sehr cool. Das Ding brauche ich jetzt ja wahrscheinlich für den Eisblock. Und da ist ein P-Block drin. Den nehme ich natürlich einfach so mit, weil... Keinen zeitlichen Stress hier. Moment, darf ich die Feuerblume? Da komme ich nicht mehr durch, oder? Wo muss ich denn hintragen? Hier! Ach. So, logisch. Alles gut. Warum muss ich den Weg laufen? Was für ein Game Design Effekt hat das, wenn ich diesen Weg laufe? Okay. Bam. Oh. Bam. Bam. Nein! Das Level-Ziel war dahinter, wie geil. Sehr cooles Level. Ah! Oh. Ich fühle wieder die Magie von Mario Maker, die dieses Spiel haben kann. Das ist schön. Das war ein sehr cooles Level. Danke, 777. Jackpot? Hm. Okay, was haben wir noch? Metroidtarian. 11%. Mario Science Testing Facility. Das ist interessant. Das machen wir noch. Das machen wir heute noch. Von Scribble. Muss man an Conker denken. Okay. Das ist... Ah. Das ist dekorativ hübsch gemacht. Hm. Das ist... Heilige Scheiße. Das ist clever, so einen Kerzenleuchter zu machen. Okay. Das hat wieder ein bisschen was von Porte natürlich. Achso, nee. Komm, hier. Wir müssen hier mit Sprungfedern denken. Ganz wichtig. Boop. Und so. Yay! Okay, Nummer 3. Das ist auch wieder so ein Level, wo man zeigen kann, ey... Es gibt echt noch coole Ideen, die man mit Mario Maker umsetzen kann. Oh, das wollte ich gar nicht. Ups. So. Timing. Geht das hin? Ah! Das ist gar nicht so einfach. Komm schon. Haben wir den Spruch, den Rennknopf gedrückt? Vielleicht hilft das. Ja, oh, da war's doch. Es ist nicht so einfach, weil man muss diesen einen Moment treffen, wo Mario so drauf landet, dass man überhaupt diesen hohen Sprung machen kann. Ah, komm. Okay, mein Feind, die Sprungfeder, ist wieder da. Ich hab's geschafft. Oh, Gott sei Dank. Wenn ich ihn noch mehr peinlich mache. Heilige Scheiße. So, was haben wir hier?
Ich traue dem Braten nicht. Da sind auch zwei Türen, bedeutet, man kann das resetten. Ah, nein. Man macht ja auch bestimmt Bug-Using oder so ein Kram, wenn das wirklich ein Bug sein soll. Ich kann auch bestimmt die hier nehmen und dann hier reingehen. Und dann habe ich hier auf jeden Fall zwei. Was bringt mir das? Ich brauche auf jeden Fall zwei Stück. Vielleicht kann ich die so hier hinklemmen, dass ich jetzt hier rüberkomme. Yes. Clever. Das sollte auch ein bisschen einfacher sein. Ja, Gott sei Dank. Sehr cool. Okay. Da oben ist eine Tür. Ich gehe mal in die Tür rein. Weil da ist ein P-Block. Der Port ist da natürlich zeigt, was da machen oder was passieren soll, im Sinne von dieser Linie ziehen. Jetzt ist der da unten. Jetzt kann ich die nehmen. Und jetzt mal einfach genau dasselbe, was ich eben gerade gemacht habe. Ich muss das, glaube ich, extrem schnell machen. Ja. Oder? Wartet. Nein. Ich kann die ja mitnehmen. So. Geh jetzt hier rein. Mach den P-Block. Geh wieder hier rein. Die kommt nach unten. Ich habe meine in der Hand. Und Buja, ich bin durch. Wenn ich... Okay, die Münze ist schon mal weg. Das ist das Wichtigste. Okay. Sehr geil. Kann das Level bitte ewig gehen? Machen wir den P-Block. Okay, Bobmann geht da rein und macht den kaputt. So, wenn ich jetzt hier reingehe, komme ich hier raus. Und kann da... Ich brauche hier zwei. Einfach nur... Okay, sie liegt hier ja schon. Da muss ich jetzt wahrscheinlich schnell oder warten? Nee, muss schnell sein. Immer schnell sein. Okay, machen wir es nochmal. Ja. Hoch. Machen wir es schnell. Es ist echt interessant, dass die Türen halt die Gegner und so resetten, aber anscheinend diese Blöcke nicht. Das ist, als hätten die es geahnt. Okay, schnell. Ja. Yep. Okay, jetzt wird die hier runterkommen. Oder auch nicht. Doch, weil der P... Doch. Der P-Block geht jetzt ja nach rechts. Ja. Ich glaube, das hat Sinn ergeben. Irgendwo. Möglicherweise. So, kann ich jetzt wieder denselben Bug machen wie bei den anderen Sachen, dass ich jetzt hier so reingehe? Jetzt mache ich einfach wieder diesen Gag. So. Oh, die ist ein bisschen weit vielleicht. So. Nee, nehme ich ja nicht mit. Ich müsste die... Die muss ich mitnehmen. Die muss auf den Boden. War, glaube ich. Ich glaube, es war so rum. Und dann müsste jetzt hier eine neue Spawn sein. Japp. Na, das Level ist super. Bitte sei nicht das letzte. Komm schon. Noch eins. Bitte. Okay, alles. Ja. Ne? Hier, Portal. Hab aber leider keinen Companion Cube, den ich da reinwerfen kann. Das ist ja witzig, dass ich so einen Powerblock mit da reinwerfen kann. Nur so ein Spaß. Ach, ist das herrlich. Ich bin verliebt in dieses Level. Nein. Das mache ich nicht. Immer wäre es schon interessant zu gucken, wie viele X da sind. Oh. Sogar nochmal richtig Gefahr hier. Mein Gott. Jetzt lache ich noch. Da sterbe ich wegen Bowser. Oh, siehste? Obwohl, ich glaube, da kann gar nicht so hoch. Da kann gar nicht so weit nach unten schießen. Okay, schnell durch. Das war witzig sozusagen, so eine Art Bosskampf à la GLaDOS einzubauen.
muss ja was sein. Ah ne, die muss man bestimmt wieder mitnehmen, oder nicht? Dann ist da unten was. Ha. Darf auf jeden Fall nicht zurück. Gibt es irgendwas? Nein, kann ich alles erreichen von hier? Ich muss bestimmt wieder diesen Spaß machen. Ich hab doch gelernt. Das Level will mir sagen, ey, du hast doch was gelernt. Jetzt kann ich nämlich die hier hinpacken. Kann die hier hinpacken. Und jetzt passiert aber schon was total Geiles, wenn ich das mache. Ja. Oh. Kann ich bitte nur noch solche Level haben? Ha! Haha, geil. Oh, ich muss Münzen auch noch einsammeln. Da ist er. Der Bowser. Er hat auch so gemacht, dass er einen nicht angreifen kann, nur nerven. Das ist echt herrlich. Yay! Oh, das war ein cooles Level. Heilige Scheiße. Das war Portal in Doppelpakt hier. Es ist schön, wenn er noch Mario Maker richtig schön faszinieren kann, wenn man so ein Level spielt, wo man sagt, yes! Oh Mann, ey. Ja, das war cool. Das war wirklich, weißt du was hier? Stern, bitte. Danke. Das war wirklich cool. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei und wir sehen uns nächste Woche Montag wieder, denn es ist Wochenende. Dieses Wochenende habe ich leider keinen Livestream zum Hochladen, aber Ricky und ich werden Sonic 06 weitermachen. Sonntag oder so. Am besten, wenn ihr es mitbekommen wollt, wann wir es live streamen, folgt mir auf Twitter. Das ist das Einfachste. Link findet ihr in Kanal-Dingens da oben in der Leiste drin. Ansonsten einfach samp-88. Da findet ihr mich auf Twitter. Und da poste ich auch immer, wenn ich livestreame. Und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag, ein wundervolles Wochenende und wir sehen uns Montag wieder. Bis denn. Und bevor ich es vergesse, Montag ist wieder User-Level-Tag. Bedeutet, wenn ihr euer Level da sehen wollt oder die Chance habt, dass ich das irgendwie anspiele, weil ich kann nicht alle gleichzeitig machen, dann postet euren Level-Code unter das User-Level-Video von letzter Woche, also dieser Woche, also User-Level 2, Zuseher-Level 2. Ich glaube, Zuseher-Level 2 heißt es. Da die Codes reinposten, nicht irgendwo anders. Ich gucke nur dort ab jetzt. Wenn ihr so einen Code habt, macht da einen Kommentar rein. Zuseher-Level 2. Ich zähle auf euch.